Hallo? Ich dreh durch. Ich weiß nicht mehr, was echt und was Spuk ist. Ich bin ein verfluchter Tischtuchgeist. Nicht auch noch gruselige Babymusik. Da. Ja! Dankeschön, Vati. Ja! Die große Krabbe, wie bin ich hierher geraten? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hä? Diese Zeitung wird erst in 60 Jahren erscheinen. Ich kann nicht hinsehen. Ich trau mich nicht. Bitte nicht. Kann ich dir helfen, junger Mann? Thaddäus, wenn du schwarze Limonade möchtest, musst du dich hinten anstellen. Genau, ja. Warte, bis du dran bist, wie alle anderen auch. Was, schwarze Limonade? Du verkaufst das als Erfrischungsgetränk? Ja! Hör mal, Kumpel, nicht vordrängeln. Wir warten ja schon den ganzen Tag. Heißt das, ihr seid alle scharf auf das hier? Ja, nichts Gutes. Das ist doch klar. Ja. Okay. Wo ist die schwarze Limonade? Ein wenig Geduld, sie kommt gleich. Nur keine Angst, geht gleich weiter. Kleine Anlaufschwierigkeiten. Alles okay? Geht's gut? Ja, wunderbar. Dann mach uns schwarze Limonade. Könnte mich jemand bitte erschrecken? Oh, und nicht bloß das, du Heini! Schwarze Limonade! Das ist also schwarze Limonade? Nun ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Rein in die Rakete, los! Halt, wozu brauche ich eine Rakete? Wohin geht denn die Lieferung? Zum Mars! Ach, zum Mars, na dann. Mars! Tschüss, Thaddäus! Eine Lieferung von der großen Krabbe. All dieses Rot. Wie geschmacklos dieser Drecksklumpen bräuchte die Hand eines wahren Künstlers. Nun macht sich Thaddäus endgültig kein Bild mehr, weder von sich noch von sonst wem. Tragisch. So, was halten Sie denn nun von diesen Bildern hier? Sie sind nach wie vor furchtbar, aber wenn der sogenannte Künstler tatsächlich das Zeitliche gesegnet hat, könnten sie dennoch etwas wert sein. Wirklich?
Das ist alles so verwirrend. Es sind zwar Freudentränen, aber auch Tränen der Trauer über meinen guten Freund Thaddäus. Wo immer er jetzt doch ist. Da ist er ja, Mr. Krabs. Sie bleiben hier und behalten meine Investition im Auge. Also, das war ekelerregend. Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Renn schnell weg, Thaddäus. Hey, wie wär's mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Renn sie schnell hinterher, Chef. Da! Nur ein bisschen langsamer als Thaddäus. 3 Stunden später. Ich bin's doch, dein bester Freund. Weg da, lass mich in Ruhe. Nein, ich lass dich erst in Ruhe, wenn du in Sicherheit bist. Das werde ich nie mehr sein, solange es meine Bilder noch gibt. Nein, Thaddäus, du kannst die Welt nicht deiner Bilder berauben. Stimmt schon, aber immer noch besser meine Bilder als ich. Ich bitte dich, zerstör deine Gemälde, bevor Mr. Krabs zurück ist. Nein, ich kann das nicht. Sie sind alle viel zu großartig. Hey, rühr bloß meine Bilder nicht an, ja? Oh, es tut mir leid, Bilder, aber entweder ihr oder ich. Ja, also das ist wahre Kunst. Was, wirklich? So voller ursprünglicher Leidenschaft und so riskant. Ja, spürt meine Kunst. Ja. Meine Armbilder in Ruhe, du Monster! Nicht doch! Das war mit Abstand das spannendste Stück Performance-Kunst, das ich je gesehen habe! Ach ja, aber dann ist das doch Millionen wert! Hey, aus dem Weg, ja! Mr. Krabs und Thaddäus, ich glaube, ihr solltet das lieber lassen. Oh, sei bitte nicht so spießig und provinziell. Ja, halt dich raus und zensier nicht unser Geld. Ich meine unsere Kunst. Oh, das ist so wunderbar. Das ist wirklich ganz große Kunst. Yes! Puh, oh Mann! Also, und wie viel rücken Sie raus für all das? Gar nichts! Performance-Kunst ist ein Werk des Augenblicks. Ihr Wert ist rein ideell. Was? Warten Sie! Kommen Sie zurück, Sie Verlogener! Oh je, Mr. Krabs! Thaddäus! Tja, und so erwarb ich am Ende dieses Meisterwerk. Wie lautet Ihre Diagnose, Herr Doktor? Ihr Freund ist in einem Zustand, der in der Medizin als Kopf-hat-Bum-Bum-Machtitis bekannt ist. Nur keine Sorge, im Allgemeinen klingen die Symptome mit der Zeit ab. Aber sein Kopf darf keinen weiteren Erschütterungen ausgesetzt werden, sonst wird sich sein Zustand nicht mehr verbessern. Also sorgt einfach so für ihn, als ob er euer eigenes Babybübchen wäre und alles wird gut. Hey, kleiner Taddel, wie wär's mit ein bisschen Spaß? Juppie-doo! Okay, Taddy, Papa ist fertig. Wo ist unser kleiner Liebling denn? Wirklich, wie kannst du nur... So, hierher, mein kleines Schätzchen. Wir sollen seinen Kopf doch beschützen, weißt du noch? Okay, Taddy, hier kommt dein Lieblingsessen. Grilltartar mit einer Eigenvinaigrette. Und hier kommt es, den Mund weit auf. Ach komm schon, mein Kleiner, du musst gesund essen, damit du groß und griesgrämig wirst. So, jetzt landet das Flugzeug gleich im Hangar. Hier, man muss nur schlauer sein als das Baby. Sich um mein Baby zu kümmern, ist echt hart. Da sagst du was, ich bin am Ende. Hey Patrick, ich muss an die Arbeit. Kannst du vielleicht mal Thaddäus?
Na, dann sind wir zwei wohl allein, Kleiner. SpongeBob, Thaddäus, genug herumgegammelt, besetzt eure Posten, pronto! Mr. Krabs, Thaddäus ist nicht in dem Zustand, um seinen Pflichten nachzukommen. Der Arme hat das Hirn eines kleinen Kindes. Und selbst wenn er Seegras im Schädel hätte, ich brauche ihn jetzt sofort an der Kasse. Die Kundschaft fleht schon darum, mir ihr Geld geben zu dürfen. Nein, aber an die Arbeit, ihr zwei, los! Du bist ja gut am Arbeitsplatz angekommen. Vielleicht kannst du deine Pflicht nun doch wahrnehmen. Na, dann machen wir es offiziell. Hula. Klar, ich Dummerle. Taddy braucht einen Babystuhl. Und Klebeband. Ach, Taddy, ich bin so stolz auf dich. Gestern hast du mich noch vollgesabbert. Und jetzt sieh dich an. Du arbeitest und sitzt im Stuhl für große Jungs. Ja, ja, ihr zwei, nun ist doch wieder gut. Wird Zeit, die Kundschaft zu bedienen. Vergiss mich, Kleiner, ich bin direkt hinter dir. Oh, was ist denn das? Pfui, Seeteufel. Ja, Klabautermann, ist los hier. Oh, Igitt. Herr Thaddäus. Wo sind deine Manieren? Achten Sie auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf? Achte du lieber auf seine Windel. Und wechsle sie endlich. Ja, Sir, jawohl. Oh. Wir wollen hier essen. Entschuldigung. Hey, ich will hier lang gehen. Entschuldigung. Hey, ich will hier Ketchup holen. Entschuldigung. Okay, Taddy, halt still. Oh, Mann! Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Du kannst dem Baby nicht von der Kundschaft die Windeln wechseln. Geh nach hinten, wo das Essen zubereitet wird. Ja, was zum... Wo bin ich? Was ist hier los? Neptun sei Dank, endlich bist du wieder ein Erwachsener. Natürlich bin ich das. Was sollte ich denn sonst sein? Ich trage eine Windel. Ja. Und die ist voll. Ah! Tut mir leid, ich wollte sie wechseln, aber ich bin unterbrochen. Stopp! Ich will kein Wort mehr darüber hören. Nie mehr, okay? Kinder, sie werden so schnell groß. Nächster Halt, Korallenboulevard. Danke für die Fahrt mit Ihrem heiteren Busfahrer. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Adios! Du fährst den Bus? Das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Ich habe immer davon geträumt, dass ich irgendwann in einen Bus einsteige, den du fährst. Und wieso komme ich in diesem Traum vor? Du kommst in all meinen Träumen vor. Runter von mir und bezahl deine Fahrkarte. Ja, weh, du hast es nicht. Passend? Doch, natürlich. Pling, 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 pling. Pling! Halt, Schluss jetzt mit diesem Kleingeld! Pling, 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 pling. Hey, Thaddäus! Hey, Thaddäus! Hey, Thaddäus! Hey, Thaddäus! Was? Ich helf dir beim Fahren. Tust du nicht. Zeit zum Spurwechsel. Da blink ich besser. Wo musst du raus? Ich werde dich sofort dorthin fahren. Nirgendwo, Taddy. Heute ist mein Busfahrtag. Ich steige einfach in den Bus und fahre den ganzen schönen Tag herum. Mir fällt bloß eine einzige Sache ein, die noch schlimmer sein könnte. Und da ist sie! Puh, gerade noch ausgewichen. Das war knapp. Allerdings, ich hätte den Bus fast verpasst. Patrick! Wow,
böse. Wenn der Busfahrt hat, landen wir beide im selben Bus. Wie groß ist die Chance dafür? Ja, wie groß ist die Chance? Wo hab ich denn jetzt mein Fahrgeld? Oh, da ist es! Oh, ich habe meine Geldbörse wohl in meiner anderen Geldbörse vergessen. Keine Sorge, ich habe es passend. Oh. Eins? Zwei? Drei? Und jetzt versucht SpongeBob seinen hochfliegenden Partner Patrick zu fangen, während er im Haltgriff des Todes baumelt. Werfen Sie dieses grauenhafte Ding von Ihrem Schoß! Ich werde nichts dergleichen tun! Denn ich liebe dieses hübsche Tier. Es ist mein emotionaler Beistand, nicht wahr, Schnuckelchen? Das darf nicht wahr sein. Es reicht! Ich schmeiße euch beide auf der Stelle raus! Wo ist dieser rosa Schwachkopf? Auf der Toilette. Das ist keine Toilette, das ist der Notausstieg. Da drin ist kein Klopapier mehr. Wer fährt jetzt? Na, ich, wer sonst? Der große Krabbe-Regio und pünktlich. Einen Krabbenburger, bitte. Einen Krabbenburger? Ja, gern einen Krabbenburger. Ein Krabbenburger, kommt sofort. Guten Tag, mein Name ist Thaddäus Tentakel und das ist meine Sendung Thaddäus Talkt. Heute wollen wir bei Thaddäus Talkt über Leute reden, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Es geht um unterschätzte Künstler, so wie mich. Thaddäus ist im Fernsehen? Thaddäus, du bist im Fernsehen. Nein, ehrlich, Thaddäus, guck doch. Klar bin ich im Fernsehen. Siehst du die Kameras? Und du übrigens auch. Im Fernsehen? Schwammdepp. Wie bereits erwähnt, wollen wir heute bei Thaddäus Talkt über ein wichtiges Thema reden. Wow. Ich komme also zu Thaddäus und sage ihm, er ist im Fernsehen. Dann sagt er zu mir, ich wäre auch im Fernsehen. Und jetzt bist du auch im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin gar nicht im Fernsehen. Du, pass auf, ich war zu Hause und hab meinen Fernseher angemacht, aber da war ich gar nicht im Fernsehen. Warum hast du mich angelogen? Sag's mir, warum? Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Wenn du im Fernsehen sein willst, dann musst du auch vor der Kamera sein. Ach so, jetzt verstehe ich das. Hallo Fernsehleute. Und jetzt ist mein Mund im Fernsehen. Das ist ekelerregend. SpongeBob, das musst du probieren. Schluss jetzt, hört auf! Geht von meiner Kamera weg! Verschwindest du jetzt bitte! Glaub nicht! Gut, pass auf, möchtest du Kameramann sein, wenn du schon so gern damit spielst? Was, Kameramann? Echt? Das heißt, du nimmst die ganzen hübschen Bilder auf. Alles klar. Oh, ich möchte auch was machen, bitte. Na gut, dann bist du der Tonmann.
Der Tonmann. Weichtiere. Also, heute reden wir... Hey, warum ist die Kamera nicht auf mich gerichtet? Nein, auf den, der redet. Ich bin hier. Also, heute bei Thaddäus Talk befassen wir uns mit dem Thema unterschätzte Künstler. Ich bin hier unten, Patrick. Und wie ja bereits erwähnt, wenden wir uns heute den... Heute... Hopsi Raufi und Runti Drunti. Hopsi Raufi und Runti Drunti. So, meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns mit dem Bund. Es ist schwer. Oh, danke. Nun juckt's. Ich muss mal pullern. Thaddäus hat eine eigene Fernsehshow. Tja, das wirst du dir wohl verdrücken müssen. Also, da wir keine Unterbrechung mehr befürchten. Ist in der großen Krabbe. Nur hier gibt's die Original-Krabbenburger. Und nicht vergessen, wir wechseln das Frittenfett. Jährlich. Große Krabbe, große Krabbe, wir wollen euch hier im Haus und tut die Kohle raus. Ach du wilder Wüstenfloh, da tanze ich ja noch besser. Yeeha! Daddy, ich leih mir mal deine Brieftasche, okay? Square Dance? Igitt, das ist ja sowas von verschnarcht. Was denen fehlt, ist eine Cheerleaderin in voller Action. Gib mir ein Kill! Also bitte, ja? Ich muss diesen Stümpern wohl zeigen, was richtige Kollateralschäden sind. Karen, wo ist mein Todesstreibhuster? Los, Team, los! Los, Team, los! Los, Team, los! Meine Hustennase! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Kämpf, Team, kämpf! Esst im Abfalleimer oder lasst euch verdampfen. Große Krabbe, große Krabbe, esst eine große Krabbe. Hört auf, meine Sendung. Ich grüße Sie, Herr Tentakel. Ich bin Frederik T. Tinneff, weltmeerberühmter Kunstkritiker. Ich vermute, das ist Ihr Kunstwerk. Oh ja, das ist es, in der Tat. Dieses Werk steht für meinen Kampf um die Geltung meines Genies inmitten der Geistlosigkeit der Weltmeere. Erleben Sie die Venus von Thaddäus. Umwerfend, nicht wahr? Meine wohlüberlegte Meinung ist... Ich muss Ihr Künstlerbarett konfiszieren. Was? Nicht doch, das können Sie nicht machen. Tut mir leid, es sind wahre Künstler, die ich suche. Ich bin ein Künstler, hurra! Was höre ich da, ein Künstler? Was? Ich... Nein, kommen Sie zurück! Nicht beurteilen! Heilige Seehechtsuppe mit Steinbeißer, das ist so unglaublich primitiv und naiv. Sie sind ein wahres Genie. Ist das gut? Ich gebe Ihnen $500 dafür. Und den Hut da. Hey! Sie sind ein meisterlicher Künstler, mein Freund. Sie können dieser Fischnase keinen Künstlerhut aufsetzen. Wer ist hier der Kritiker, hm? Wow, hast du das gerade gehört? Patrick ist ein Künstler. Oh, wer ein lausiges Werk verkauft, ist noch lange kein Künstler. Wie viele lausige Werke hast du denn schon verkauft? Tja, so in etwa, jedenfalls wette ich, dass er nicht noch mal was von diesem wertlosen Tand verkauft. Hallo, ich habe Ihren Hut gesehen. Sind Sie Künstler? Na, aber sicher. Haben Sie denn Kunst hier? Ich habe so ein Verlangen nach Kreativität. Oh, okay. Kunst! Danke, Mann. Hier sind 50 Tacken. Wetten, dass er nicht nochmal eins verkauft? Hey, Fred, wo hast du denn diese Kunst her? Von dem rosanen Genie da. Ich möchte auch sowas kaufen. Ich auch. Ich sowieso. Ich wette... Thaddäus, wir sollten uns mal über deine Spielsucht unterhalten. Heute gehe ich tatsächlich einmal gerne zur Arbeit. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger, bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann?
Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz. Wallenfischen. Oh, aber natürlich. Die habe ich vielleicht reingelegt. Au! Blöde Qualle, verschwinde! Thaddäus ist wieder da. Hallo? Hey, Patrick! Thaddäus ist zu Hause und da müssen seine beiden besten Freunde ihn doch begrüßen, oder? Na klar, aber wer sind die? Na, wir! Auf geht's! Willkommen zu Hause, und Thaddäus! Und fröhliche Weihnachten! Wir bereiten dir heute deinen schönsten Tag überhaupt! Nimm es ganz feste in die Hand. Oh, ganz feste in die Hand nehmen. Feste in die Hand nehmen. Na, wer sagt's denn? Da steht eine in Position. Auf die Plätze. Fertig. Los, Thaddäus, los! Los, Thaddäus, die schaffst du mit links gleich! Hast du sie aufgegeben, Thaddäus? Los! Vielleicht zeigen wir ihm ja erstmal, wie das geht. Ja. Da-da-da-da-dam. 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 Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Hey, guck mal, Thaddäus bläst zum Angriff. Jawohl, Thaddäus, ich verkopf zu dir, mach sie fertig, Thaddäus, jawohl. Thaddäus, los! Der Mann ist gut. Ein Naturtalent. Ja, ist das so? Das machst du toll, weiter so. Siehst du, was du verpasst hast? Ja, so wird das was. Auf geht's, Thaddäus! Auf geht's, Thaddäus! Nimm das Netz! Sei das Netz! Ja, wunderbar! Treib sie in die Ecke, Thaddäus! Gleich hast du sie! Gleich hast du sie! Schlag zu, Thaddäus! Schlag zu, Thaddäus! Schlag zu, Thaddäus! Schlag zu! Du hast sie im Sack! Das ist doch wirklich dein schönster Tag, oder? Thaddäus, wie war dein schönster Tag überhaupt? Es gibt immer den Tag danach. Na
Hallo, Thaddäus. Schon alles erledigt? Nein, habe ich nicht. Mir ist nur eingefallen, dass ich diesen Dollar gewechselt haben will. Möchtest du 4/4 Dollar oder 10 Zehner oder 20 Fünfer oder 100 Pennies oder 1/4 Dollar, 3 Zehner, 7 Fünfer und 10 Pennies? Und falls du mir einen 5-Dollar-Schein gibst, könnte ich... Alles klar. Bis dann. Ach, herrlich. Ein freier Tag, ohne Sorgen, Entspannung pur. Ich bin der Chef. Ich hab das verdient. Alles wird gut. Heute kommen sowieso keine Gäste mehr. Wahrscheinlich steht er einfach nur rum und langweilt sich. SpongeBob langweilt sich. Mir wird langweilig. SpongeBob! Alles erledigt? Nein! Jetzt reicht's, es reicht! Egal, welche kranken Fantasien mir im Kopf rumspuken, ich gehe nicht zurück in dieses Restaurant! Hast du schon alles erledigt? 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 Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Nein, ich habe noch nicht alles erledigt und das wird auch nie so sein. Also hör auf, mich auszuquetschen. Ich weiß doch, was du vorhast. Du willst mich zwingen, jedes Mal hierher zu kommen, wenn du Mist baust. Hab ich doch nicht. Okay, vielleicht bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Ja, oh ja. Und wenn es soweit ist, bin ich da. Dann bin ich da. Jetzt fängt mein freier Tag an. Was? Was war das? Das ist SpongeBob. Er spioniert mir nach, weil er wissen will, ob ich wirklich Erledigung mache. Aber er hat seinen Posten verlassen. Und ich hab ihn dabei erwischt, wie er Mist gebaut hat. Aha, ich hab dich erwischt, Sponge. Wo ist denn die Gummiente, die ich Mr. Krabs mitbringen sollte? Hab ich dich. Ich sag dir, wenn Mr. Krabs rauskriegt, dass du ein Klo bist. Du wirst noch irre, Thaddäus. Ganz ruhig. Du darfst die Sache nicht so an dich ranlassen, sonst rennst du wieder runter in die große Krabbe. Stürzt durch die Tür auf diesen gelben Giftzwerg SpongeBob zu und der sagt dann unverschämt, wie er ist. Hallo, Thaddäus. Hast du schon alles erledigt? Ich weiß, dass du hier bist. Er ist wieder zurück zur großen Krabbe. Da schnapp ich ihn mir. Jetzt hab ich dich, SpongeBob. Ey, ziehen Sie sich doch was an. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Juhu, weiter so, Thaddäus. Alles Gute, Mr. Krabs. Ruhen Sie sich aus und wenn mal wieder was nicht stimmt, kommen Sie zu... Danke, Herr Doktor. SpongeBob, mich schaffst du nicht! Aha! Endlich hab ich dich! Du glaubst wohl, ich weiß nicht, dass du der Ast vor meinem Fenster warst. Ha! Oder das Klo in meinem Badezimmer. Und dann warst du in meiner Badewanne und ich. Und du und ich und du bist durch den Abfluss entwischt. Und warst vor mir in der großen Krabbe. Heißt das etwa, dass... Ja, SpongeBob, ich habe inzwischen alles erledigt. Und ich glaube, ich hätte liebend gerne meinen alten Platz an der Kasse zurück. Ach, ist das schön. Vielleicht willst du dir erstmal was anziehen. Hey, Thaddäus, weißt du was? Guck mal, wir haben vergessen, das Geschlossenschild umzudrehen. Zu geöffnet. Also eigentlich hätten wir uns auch den ganzen Tag frei nehmen können.